Katherine Heikels dramatische Geburt, er atmete nicht. Happy Birthday, Kleiner. Genau vor einem Jahr brachte Schauspielerin Katherine Heikel, 39, nach zwei adoptierten Töchtern ihr erstes leibliches Kind mit Ehemann Jos Kelly, 37, zur Welt. Pünktlich zum ersten Geburtstag des kleinen Mannes teilt die 39-Jährige jetzt die Erinnerungen an die Geburt und die war äußerst dramatisch. Via Instagram berichtet die 39-Jährige über die schlimmen Minuten kurz nach der Entbindung. Da sich ihr Sohn damals nicht in der richtigen Geburtslage befand, sollte er per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Meine Ärztin hatte Mühe, ihn herauszuholen, weil er wirklich eingekeilt war und noch nicht ganz bereit, den Mutterleib zu verlassen, erklärt sie. Kurz darauf folgte der Schreckensmoment, als sie ihn um exakt 12.33 Uhr endlich herauszog, hat er nicht eigenständig geatmet. Noch im Kreißsaal versorgten die Ärzte den Neugeborenen mit Sauerstoff und animierten seine Lungen. Als er endlich seinen ersten Atemzug nahm, war Papa an seiner Seite. Heute erinnern Katherine nur noch die Bilder an diese aufregende Zeit. Dem Kleinen scheint es gut zu gehen und er habe der Familie noch mehr Freude, Liebe, Lachen, Fülle, Glückseligkeit und ja, auch Erschöpfung gebracht, schreibt die überglückliche Mutter abschließend.